am Muttersberg. Wir sagen wieder Servus vom Alpengasthof Muttersberg auf 14.01. An der Stelle herzlichen Dank vom Alpengasthof-Team oder an das Alpengasthof-Team und vom Team von der Seilbahn, die es immer total gut unterstützen mit dem Setaufbau, mit der Verköstigung für unsere Gäste und vom Team natürlich vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz treue Gondel-Zuschauer müssten den Herr vielleicht noch kennen. Er war circa vor einem Jahr, ja, war er schon mal da. Und es hat sich irrsinnig viel getan und darum habe ich mir es erlaubt, dass ich mir noch einmal einlade. In der Sendung werden wir erfahren, warum. Zum Einstieg einmal danke, dass du gekommen bist. Vor allem, du hast eigentlich gleich einen Test gemacht. Erstens das neueste Rad jetzt und gleich den Muttersberg hochgefahren. Genau, wir sind gerade vorher, ich bin gerade vorher unten gestartet bei der Talstation. Schaust aber noch gut aus. Auf 680, ja, dank E-Motorle, oder? Schafft man da die 700 Höhenmeter mit durchschnittlich 10% Steigung ganz gut. Das Coole an den E-Bikes oder E-Mountainbikes ist vor allem, dass man sich wirklich die Unterstützungsstufe sehr fein regeln kann. Also nach 7 Fitnessstand kann man eigentlich sagen, wie viel möchte ich leisten, wie viel soll der Motor bringen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man da. Also es war für die easy jetzt zum da hochzuchatten? War easy zum hochzukommen. Man fühlt sich gerade wieder wie so Anti-Aging, 20 Jahre jünger auf dem E-Bike, weil es zwei geht einfach so gut dahin. Ja. Also ich habe es zwar gefragt, aber wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, wie er da hochgedüst ist. Die legen wir den ein bisschen drüber jetzt im Moment. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher. Ein Jahr später kann man jetzt sagen. Was hat sich getan, Gerhard? Ja, also ich muss sagen, super. Zum einen hat es neue Modelle gegeben. Mit eben die ganze Linie von Bambusrädern. Zum anderen natürlich auch nach deiner Sendung, nach der ersten Gondelsendung, haben mich unheimlich viele Leute angerufen, angesprochen auf das Thema. Oder? Also das war für mich sehr positiv, hat also dem Ganzen einen kleinen Schub gegeben, ist schon ein bisschen bekannter geworden. Also das Thema Holz, das Thema Bambus. Dass man überhaupt aus Bambus Fahrräder Fahrradrahmen bauen kann. Okay. Hat da natürlich einen kleinen Schub gekriegt. Gerade dann auf der Gustav-Messe sind wirklich viele vorbeigekommen und haben gesehen, sie haben die Gondelsendung gesehen. Ach, okay, haben sich das freut mich natürlich, dass sie mich auch persönlich den gesehen haben. Ja, jawohl. Also es war wirklich sehr positiv, muss ich sagen. Ja, schön. Oh, danke für die Rückmeldung. Dank, ja. Ganz cool. Jetzt kommen wir vielleicht noch einmal drauf zurück. Ich darf aufgrund der Kürze ein bisschen zusammenfassen. Jeder Rahmen von so einem Rad. Also du hast ja nicht nur solche Räder, da kommen wir noch, aber Bambus ist jetzt so ein bisschen dein Hauptgebiet. Man würde es nicht glauben, es ist Bambus, wir sehen es nachher an dem Holzrahmen da. 80 Stunden Handarbeit, jeder Rahmen ein Unikat, ja, genau. Aus dem Rohstoff Bambus, der sehr schnell nachwächst, gefertigt. Und in Ghana gefertigt von Damen und Herren, die Arbeit kriegen durch das. Genau, dann kommt der Rahmen, wenn er fertig gemacht ist, nach Kiel und dort wird er vollendet mit der modernen Technik von zwei Kieler Jungs, genau, die hoffe ich auch noch mal kennenlernen. Ja, schöne Grüße nach Kiel in dem Fall. So läuft das ab. Ja. Also die fertige Rahmen kommt nach Kiel und während dort dann individuell nach Kundenwunsch während dann die Räder komplettiert. Also man kann sich da immer noch verschiedene Optionen auswählen und das auch nach eigenem Geschmack dann vollendet, kriegt man das nachher drüber. Ich habe ja auch so ein Fahrrad fahren dürfen nach unserer Sendung und habe das ein paar Tage daheim gehabt bei mir und bin dann immer in die Städte gefahren, auf Bludenz, und habe das Rädchen abgestellt. Und es ging nicht ohne, dass die Passanten das Ding nicht angreifen haben müssen. Ja, genau. Oder Klöpfler dran müssen. Ich glaube, das kennst du, oder? Ja, genau. Sie vielleicht sagen wir das da das mal. Kenne ich. Das ist eigentlich so die typische Reaktion, dass die Leute herkommt und dann da klopfen und sagen, ja, ist das wirklich aus Holz oder was ist? Ist das nur verkleideter Stahl oder was? Und damit man das wirklich einmal sieht, haben wir da so einen Schnitt gemacht von so einem Rahmen. Also man sieht jetzt da wirklich, das ist quasi so wirklich auseinandergeschnitten. Nur die Bambusrohre sind da drinnen, die Verbindungen mit einer in Harz getränkten Hanfseile. Und dann gewisse Führungen sind drinnen für jetzt zum Beispiel bei der Lenkung für die Lager oder dann da beim Drehtlager oder für die Motoraufnahme, das sind dann Aluminiumteile. Aber der Rest da ist wirklich reines Bambus. Und das wird alles, wie man es da sieht, die Teile, wo das verschweißt ist, das ist ein bisschen dicker, das ist ein bisschen klobiger. Genau, das ist verklebt. Weil das verklebt ist, ja, mit Harz.
Partie. Also das sehen wir. Und das kommt im Prinzip so fertig, kommt so ein Rama aus Ghana. So, das Teil ist jetzt der Rama. Genau, das ist der Rama. Das kommt dann so nach Kiel und wird dann dort komplettiert. Vollendet. Vollendet, genau. Und das ist wirklich wahnsinnig. Es gibt da Accessoires dazu. Ich habe selber jetzt gerade auch eines anziehen dürfen. Unsere Technik im Hintergrund, unser Setgirl hat gesagt, das musst du jetzt anziehen, wenn der Gerhard da ist, weil das ist aus? Das ist auch aus Bambus. Aus Bambus. Genau, das ist auch interessant. Das Bambus, der Showers, ja. Aus Bambus kann man nicht nur Fahrradrämmen bauen, sondern man kann sogar T-Shirts machen. Das ist jetzt ein T-Shirt, wo 70% Bambus ist und 30% Biobaumwolle. Kann sprießen, nichts drin, ist angenehm. Genau, es ist sehr angenehm, weil es natürlich ein Naturmaterial ist, sehr angenehm auf der Haut. Und es hat hier im Prinzip ist wie ein Funktionsshirt, das ist schnell trocknen, das ist atmungsaktiv. Okay, ja. Also man kann das eigentlich anstelle von einer Plastikliebe, sagen wir, wo man es aus für den Sport hat, anlegen. Und der Vorteil ist einfach, der unangenehme Geruch, wenn man aktiv war, gibt es bei deiner Liebe. Ne? Das ist wirklich super. Fantastisch. Erlebe einen kulinarischen Abend im frühzeitlichen Montafon und tauche ein in die Welt der Montafoner Sagen mit Hertha Glück. Termine, die Anmeldung und Infos gibt es auf montafon.at/vollmond-sagenwanderung. Treffpunkt bei der Montafoner Christbergbahn im Silbertal. Denn was hast du uns da noch mitgebracht? Eine Schildkappe, genau, denn, also zum lässiger Fahrer, man soll ja mit Helm fahren. Wenn man nach dem Bambusfahrrad oder nach der Bambusfahrradtour braucht man natürlich passend zum Fahrrad das richtige Käpple und das ist jetzt eins aus Kork. Aus Kork. Das kommt aus Portugal, das Ganze. Die machen das auch unter anderem Täscher, cool, und Hürtle und so Sachen. Passt natürlich auch perfekt. Alles dazu. Zu diesem Holz aus. Also da hast du echt Gedanken darüber gemacht, dass man auch ein bisschen Outfit, also Accessoires, genau, dazu bietet. Ich sehe auf der Nase bei dir auch was, gell? Eine Holzbrille. Ja, das ist eine Holzbrille, das ist eine österreichische Firma, die die macht. Ja. Ein Holzrahmen, schon vom Design her sehr gut gemacht und ist sehr leicht, wenn du das anlebst. Boah, hat fast ist wirklich zum Wegblasen, genau. Perfekt. Und den haben wir da so gerne noch, einen Helm haben wir auch noch da. Das sehen wir da. Der ist das ist der Flachsfaser. Aus Flachsfaser, unglaublich. Also oben in der Naturfaser für das Gewebe und dann ein Kunstharz, wo dann die Festigkeit gibt. Wie ist es jetzt, wenn man solche Fahrräder, darf ich jetzt mal sagen, solche Fahrräder vertritt und berät und zusammenbaut und macht natürlich, Service bietet? Und dann kommt jemand und sagt, das interessiert mich nicht, ich möchte ein Carbonrad zum Beispiel. Hast du ja auch anzubieten, oder? Ja, ich habe Standardräder. Wie ist jetzt die Wertigkeit von den Leuten mittlerweile? Ja, es ist so, dass das Thema natürlich nach wie vor wenig bekannt ist. Also da ist immer noch die Frage quasi, ja, die erste Frage ist ja, hält es und ist es stabil und so weiter. Also es braucht eine kleine Überzeugungsarbeit, aber die Kunden, die das kennen und das fahren, die sind alle begeistert. Und das ist eigentlich das sehr Positive, dass die Rückmeldungen von den Leuten, die das schon fahren, wirklich alle durchwegs positiv sind und die eine Mordsgaudi haben mit dem Rad. Du lebst diese Accessoires eigentlich auch, oder? Ja, klar, weil das gehört ein bisschen dazu, wenn man so ein stylisches Rad hat, oder? Ja. Dass da natürlich die Accessoires dazu auch ein bisschen passen müssen. Da hat man ein lässiges Korkkäppli, wo gut dazu passt. Ja, ist sehr schön. Wie ist jetzt die Wertigkeit mittlerweile von der Leute? Ich meine, das ist ja so ein Schwerpunkt. Du bist sehr bekannt worden mit den Bambusrädern, aber du hast eine toll orientierte Servicewerkstatt, sehr modern. Und stellst du gerne am Bildschirm Fahrräder zusammen, sportlich alle. Genau. Also aber wie ist die Wertigkeit mittlerweile? Bist du Mr. Bambus war oder? Ja, ich bin sicher. Also bei der Bekanntheit her bin ich als Mr. Bambus natürlich mittlerweile bekannt. Und die Leute interessieren sich für die Räder. Ja. Und ich habe auch sehr gute Rückmeldungen von den Kunden, die die Räder schon fahren. Also sie sind alle sehr begeistert. Es braucht einen kleinen Schub, dass das noch breiter in der Öffentlichkeit bekannt ist. Wir haben in der Werkstatt ein bisschen gefilmt. Die Aufnahme legen wir jetzt drüber, da über das Gespräch, dass man ein bisschen sieht, was du alles machst. Und ist eine sehr eine tolle Art und Weise, wie man bei dir Fahrräder eigentlich am Bildschirm zusammenstellen kann.
so wie man sich's wünscht. Genau, das wird immer individuell gemacht. Also erstens wird jeder Fahrer wird da individuell ausgemossen, damit er also einen Rahmen kriegt, wo wirklich passt. Und dann kann man sich natürlich die Räder immer individuell mit Ausstattung nach Kundenwunsch bestücken und zusammenstellen lassen. Und dann kommt es so fertig montiert, kommt es dann zum Kunde. Nach seinen Vorstellungen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Engagement. Ich darf ehrlich sagen, es hat mich letztes Jahr begeistert, aufgrund der schönen Rückmeldungen und dem Ganzen, was sich entwickelt hat. Aber man denkt, jetzt lade ich die wieder ein. Es war wieder sehr befruchtend jetzt und interessant, was wir alles erfahren haben. Noch ganz kurz, das haben wir noch nicht gehabt, das Thema, bitte Verzeihung. Das ist jetzt das Neueste, eigentlich auch schon wieder fast eine Weltneuheit jetzt. Genau, das ist das erste Bambus Mountainbike, genau. Was höher auf dem Markt gekommen ist, mit dem Shimano, mit dem 8000er Motor, also sehr kräftiger Motor, nochmal ein bisschen stärker wie das Rad, wo du gefahren hast, für City-Tracking-Bereich. Und bin das selber schon Probe gefahren, also es fährt sich wirklich toll und ist eine super Sache. Darf man sagen, E-Bike Factory in Hohenems. Einfach mal googeln, Gerhard Fischbacher war heute mein Gast. Vielen herzlichen Dank, lieber Gerhard. Ich darf dir noch das Buch überreichen, das nicht vergiss. Mein Weg, du hast schon einen tollen Weg hinter dir, einen tollen Weg vor dir. Vielleicht kann man da auch einige Weitwanderwege auch mit dem Fahrradfahrer, mit dem Mountainbike-Fahrer. Ja. Bitte sei vorsichtig, pass auf die und auf die Leute. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Ciao. Vielen Dank.